Liebe Kollegin, lieber Kollege, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Das Rote Kreuz Niederösterreich präsentiert heute die neuen Arzneimittellisten. Und ich lade dich ein auf ein kurzes Video mit mir. Wir schauen uns die neuen Arzneimittellisten aus 4 Blickwinkeln an. Zunächst geht es um die organisatorischen Rahmenbedingungen. Dann schauen wir uns das Rechtliche an. Dann kommen wir zu den medizinischen Aspekten der neuen Arzneimittellisten. Und dann wirst du von uns erfahren, wie die Schulung auf die neuen Arzneimittellisten funktioniert. Wir beginnen bei Wolfgang Frühwirth, unserem Landesrettungskommandanten. Wolfgang, hallo. Hallo Philipp. Der Rettungsdienst im Roten Kreuz Niederösterreich
war in den letzten Jahren in einem großen Transformationsprozess. Es gab eine Evaluierung. Wie hat die funktioniert? Was habt ihr euch da angeschaut? Wir haben uns angeschaut, was brauchen die Patientinnen und Patienten in unserem Land. Das ist das Wesentlichste und Wichtigste. Wir haben uns aber auch angeschaut, was brauchen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und was brauchen wir als Organisation, als Rotes Kreuz Niederösterreich, um unseren Auftrag erfüllen zu können. Und ja, unsere Patientinnen und Patienten brauchen gut ausgebildete und professionell handelnde Sanitäterinnen und Sanitäter. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen gutes Werkzeug, brauchen gute Rettungsmittel, brauchen gute und standardisierte Ausstattung, um diesen Rettungsdienst entsprechend erfüllen zu können. Und wir als Rotes Kreuz haben darauf zu achten, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Wenn wir uns die Rolle der Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter anschauen, Sanitätergesetz aus dem Jahr 2002, anfangs war das eher so die Assistenzposition am NRW. Mittlerweile haben wir auch ein Rettungsmittel, den RTWC, wo eine Notfallsanitäterin oder ein Notfallsanitäter darauf vorgesehen ist am RTW. Diese Rolle wurde selbstständiger, kann man sagen. Was hat sich da denn in der Ausbildung verändert? Ja, wie du schon gesagt hast, die Kompetenzen, vor allem bei unseren Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern mit Notkompetenzen, haben sich seit Einführung des Sanitätergesetzes wesentlich weiterentwickelt. Das beobachten wir ständig. Was wir versucht haben, dazu beizutragen, ist, die Ausbildung zu standardisieren und zu vereinheitlichen. Damit erreichen wir, dass wir über das ganze Bundesland die gleichen Lernziele unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermitteln. Das ist wesentliche Voraussetzung, um eben diesen Auftrag, professionellen Rettungsdienst in diesem Land zu leisten, gut erfüllen zu können. Dankeschön, Wolfgang. Um diesen Auftrag erfüllen zu können, braucht es auch den ärztlichen Leiter Rettungsdienst, eine Position, die neu besetzt wurde in den letzten Jahren. Und was die Rolle dieses ärztlichen Leiters Rettungsdienst ist, das fragen wir jetzt unseren Landesrechtsreferenten Norbert Schmickel. Lieber Norbert, was sind die Aufgaben des ärztlichen Leiters Rettungsdienst? Der ärztliche Leiter Rettungsdienst ist zuständig für das Qualitätsmanagement und die Gesamtkonzeption der Patientenversorgung und Betreuung im Rettungsdienst und insbesondere auch für die Freigabe der Arzneimittellisten. Diese Arzneimittellisten stellen generelle Weisungen an unsere Sanitäterinnen und Sanitäter dar für die eigenverantwortliche Durchführung. Und dabei ganz wichtig, es wird ein Schulungsangebot geben, was von diesem Personenkreis auch wahrgenommen werden muss. Du hast die Arzneimittellisten angesprochen, da gibt es ja die Arzneimittelliste 1 und die Arzneimittelliste 2. Wie ist das rechtlich zu bewerten? Was sind da die Unterschiede? Die Arzneimittelliste 1 ist in § 10 Sanitätergesetz geregelt. Für die Anwendung braucht man die Qualifikation eines Notfallsanitäters, einer Notfallsanitäterin. Weiters gibt es keine rechtlichen Einschränkungen. Es muss zum Wohl des Patienten sein, im Rahmen der Algorithmen natürlich. Und bei Bedarf kann Notärztin, eine Notärztin beigezogen werden. Die Liste 2, da gibt es ja ein bisschen mehr rechtliche Voraussetzungen zur Anwendung. Ja, bei der Arzneimittelliste 2 im § 11 Sanitätergesetz geregelt ist es so, meine Qualifikation muss sein Notfallsanitäter, Notfallsanitäterin mit allgemeiner Notfallkompetenz, Klammer auf, NKA, NKV, Klammer zu. Hier ist die rechtliche Vorgabe, es muss zur unmittelbaren Gefahrenabwehr für Leben und Gesundheit eines Patienten, einer Patientin sein, sofern nicht ein gelinderes Mittel zur Anwendung kommen kann. Und wichtig auch die vorangehende Verständigung des Notarztes, der Notärztin oder die Veranlassung derselben. Dankeschön, Norbert. Gerne. Jetzt haben wir einiges gehört über die Entwicklung des Rettungsdienstes, über die Kompetenzen des Personals im Rettungsdienst und über die rechtliche Situation. Gehen wir jetzt zu unserem ärztlichen Leiter Rettungsdienst, Bernd Schreiner. Bernd, was hat dich dazu bewogen, jetzt neue Arzneimittellisten freizugeben? Wir haben in den letzten Monaten und Jahren doch einige Veränderungen im Rettungsdienst in Niederösterreich durchgemacht. Unsere Arzneimittellisten sind mittlerweile in die Jahre gekommen und es war an der Zeit, sie anzupassen und zu verändern. Du hast jetzt Innovationen angesprochen. Wir sind in Niederösterreich ein Flächenbundesland und führen jetzt den RTWC ein Rettungsmittel, das mit einem Notfallsanitäter oder einer Notfallsanitäterin besetzt ist. Was bedeutet das für dich als ärztlicher Leiter Rettungsdienst im Hinblick auf die Arzneimittellisten? Es bietet mit dem Vorteil,
dass ich kompetentes Personal vor Ort beim Notfallpatienten habe, die auch per Gesetz diese Arzneimittellisten anwenden dürfen. Wir wissen ja, dass ab der Qualifikationsstufe Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter wird die Arzneimittelliste L1 anwenden können und ab den Notfallkompetenzen wird die Arzneimittelliste 2 anwenden können. Und je früher ich ein Personal vor Ort habe, das diese Kompetenzen per Gesetz hat, umso wichtiger ist es, sich auch gute Gedanken darüber zu machen, was diese Arzneimittellisten beinhalten. Inhalte der Arzneimittelliste, die sind ja deutlich gewachsen im Vergleich zu früher. Es gibt mehr Algorithmen, es gibt mehr Arzneimittel. Wieso bist du der Meinung, dass unsere Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter das jetzt auch können? Ich habe gesehen in den letzten Jahren, dass wir in der Ausbildung einige Schritte vorangegangen sind. Wir konnten bedingt durch Covid die ganze Notfallsanitäterausbildung noch einmal in der Qualität steigern und konnten die Inhalte so eintakten, dass wir eine optimale Ausbildung für unsere Kolleginnen und Kollegen anbieten können. Das ist wichtig, weil ich als ärztlicher Leiter Rettungsdienst die Verantwortung trage und letztverantwortlich bin, dass diese Medikamente, diese Arzneimittel, die ich freigebe, auch korrekt angewendet werden. Dazu ist eine Ausbildung und Fortbildung notwendig und die ist durch die Maßnahmen, die wir in den letzten Jahren getroffen haben, gewährleistet. Wie werden unsere Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter darauf vorbereitet, die neuen Arzneimittellisten anzuwenden? Uns war wichtig, ein Gesamtpaket zu haben. Es geht nicht nur darum, eine Liste zu schreiben und dort Arzneimittel draufzuschreiben, sondern man braucht ein Paket, wo die Arzneimittel, Algorithmen, wie kann ich sie sicher anwenden und wie können wir die Kolleginnen und Kollegen aus- und fortbilden auf diese Algorithmen- und Medikamentenliste. Und ich glaube, dass uns ein gutes Paket gelungen. Das eine ist die Ausbildung, das andere ist die Vorbereitung im Einsatz selber, das Briefing am Weg zum Notfallort. Für dieses Briefing haben wir ein neues Tool entwickelt, das nennt sich RDMed, ist ein Online-Tool, das für jedermann und jede Frau verfügbar ist und bietet die Möglichkeit, beim Einsatz, entweder am Weg zum Patienten oder auch beim Patienten, unmittelbar noch einmal auf den Algorithmus zu schauen, um noch einmal einen Check oder einen Recheck zu machen und dadurch noch einmal mehr Sicherheit in der Anwendung von Arzneimitteln zu gewährleisten. Danke, Bernd. Dann schauen wir jetzt zu Christoph Holzacker, einem Notfallsanitäter und Lehrsanitäter, und fragen ihn, was die neuen Arzneimittellisten für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter bedeuten. Christoph, was bedeuten die neuen Arzneimittellisten für dich als Notfallsanitäter? Ja, für uns alle, gleich ob Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter und gleich ob mit oder ohne Notfallkompetenzen, bedeuten diese Arzneimittellisten, dass wir nun umfangreicher unsere Patientinnen und Patienten therapieren können. Wie werden die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter im Roten Kreuz Niederösterreich auf diese neuen Arzneimittellisten vorbereitet? Diese Erweiterung der Arzneimittellisten fordert natürlich auch eine entsprechende fachliche Auseinandersetzung. Das heißt, dass wir neue Medikamente bekommen haben. Das heißt, wir müssen lernen, die Wirkstoffe, die Indikationen, die Kontraindikationen und auch die Nebenwirkungen dieser neuen Arzneimittel. Und dafür wurde ein E-Learning erstellt. Und im Ausmaß von circa 4 Stunden können wir jetzt als Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter uns hier entsprechend fortbilden. Wir werden in dem E-Learning durch die einzelnen Arzneimittel geleitet, durch die einzelnen Algorithmen und Handlungsanweisungen durchgeleitet und sind damit am State of the Art, was diese neuen Handlungsanweisungen betrifft. Das Gute und das Optimale an dem E-Learning ist, dass wir uns als Sanitäterinnen und Sanitäter völlig zeit- und ortsunabhängig fortbilden können, wann wir wollen und wo wir wollen. Und wir haben die Möglichkeit, jederzeit auf dieses E-Learning zurückgreifen zu können, um unser Wissen auffrischen zu können. Danke, Christoph. Liebe Kollegin, lieber Kollege, zum Abschluss darf ich jetzt noch einige organisatorische Abläufe mitteilen. Zum einen, das, was wir hier geschaffen haben mit den neuen Arzneimittellisten und auch den dazugehörigen RDMed-Modul, ist ein lebendiges Tool. Wir bitten um konstruktive Rückmeldungen, wenn Verbesserungsvorschläge da sind, damit wir die
einarbeiten können. Wir werden auch von unserer Seite schauen, dass wir dieses Tool aktuell halten und laufend Dinge einpflegen werden, wenn sich Neuerungen ergeben oder sinnvolle Ergänzungen. Was passiert jetzt in dieser Übergangsphase? Wir haben ja noch Arzneimittellisten aus dem Jahr 2014. Diese werden gemäß auch unserer Information bis 31. März 2022 gültig sein. Das ist dieser Zeitraum, den ihr zur Verfügung habt, um die Schulung auf die neuen Arzneimittellisten zu absolvieren. Ab dem 1. April gelten ausschließlich die neuen Arzneimittellisten. Für die kommissionellen Abschlussprüfungen. Im Dezember beginnend werden die kommissionellen Abschlussprüfungen für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter ebenso wie in den Notfallkompetenzen auf zwei Möglichkeiten zu absolvieren sein. Entweder in der alten Medikamentenliste oder Arzneimittelliste oder in den neuen. Dies muss der Prüfling vor der Prüfung bekannt geben und wird dann dementsprechend geprüft. Sämtliche Anwendungen am Patienten, genauso wie die Gabe von Medikamenten oder irgendwelche Maßnahmen, die wir am Patienten machen, müssen gut dokumentiert sein. Aus diesem Grund haben wir mit Notruf Niederösterreich bereits Kontakt aufgenommen und die Änderungen der Arzneimittellisten in das LeoDoc eingearbeitet. Diese Änderungen werden ab dem 2.12.2021 aktiv sein und können dann gut dokumentiert werden. Das E-Learning zu dieser Schulung für unsere neuen Arzneimittellisten findet auf unserer gewohnten Schulungsplattform im Internet statt und wird ab sofort freigeschalten. Es kann natürlich jetzt sein, dass ein großer Ansturm auf dieses E-Learning ist. Deswegen keinen Kummer, sollte man jetzt aktuell nicht hineinkommen. Es ist ausreichend Zeit, eben bis zum 31.03., dass alle diese Schulung absolvieren können. Eine Anwendung der Medikamente gemäß der neuen Arzneimittelliste ist nur dann zulässig, wenn dieses E-Learning-Tool absolviert wurde. Und zu guter Letzt noch unser RD-Med, das jetzt auch ebenfalls freigeschaltet wird. Hier findet ihr die Arzneimittelliste 1 sowie die Arzneimittelliste 2, alle dazugehörigen Algorithmen und noch einige andere Dinge, die euch im Alltag im Rettungsdienst helfen sollen, um unsere Patientinnen und Patienten gut zu versorgen. Danke.